Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann hast du bestimmt schon bemerkt, dass es zu einigen biblischen Themenstellungen verschiedene Lehrauffassungen gibt. Vielleicht hast du von Spaltungen gehört unter Gemeinden oder gar selbst eine erlebt. Einige Fragen, die in der Gemeinde Jesu Christi kontrovers diskutiert werden, sind zum Beispiel, ob das Heil eines Wiedergeborenen verlierbar ist, ob die Entrückung der Gemeinde vor oder während der Drangsalszeit der 70. Jahrwoche zu erwarten ist, oder hat Gott die erwählten Christen unabhängig von ihrem Willen zum Heil vorherbestimmt, oder verstockt Gott Menschen, die er dazu erwählt hat, oder werden sie verstockt wegen ihrem anhaltenden Widerstand gegen Gottes Ruf zur Umkehr? Es soll hier der Fall behandelt werden, dass alle an einer Lehrdiskussion Beteiligten wahrhaft wiedergeborene Christen sind. Ist das nicht der Fall, so ist eine geistliche Einheit gar nicht gegeben. Manchmal sind es relativ geringe Unterschiede in Lehrfassungen, über die wir leicht wegsehen können. Es gibt aber auch Abweichungen im Bibelverständnis oder in der Auslegung, die uns groß und gravierend erscheinen. Wie gelingt ein liebevoller Austausch trotz verschiedener Lehrauffassungen unter Brüdern in Christus? Müssen die Brüder in Christus meine Erkenntnis zu einer Frage, von der ich so fest überzeugt bin, unbedingt teilen? Ist ein konträrer Austausch von Lehrauffassungen ohne Entzweigung möglich? Ich bin davon überzeugt, dass Erkenntnisunterschiede zu Lehrfragen unvermeidlich sind im Leib des Christus. Es ist gut, wenn wir dahin kommen, dass wir die verschiedenen Lehrmeinungen erstmal versuchen zu verstehen und sie gemäß der Bibel nachzuvollziehen. Dabei werden wir in der eigenen Erkenntnis wachsen. Unser eigener Standpunkt kann sich dabei festigen und noch mehr klären, oder wir erfahren gegebenenfalls eine gesunde biblische Korrektur. Verschiedene Lehrauffassungen auszuschweigen wird nicht immer richtig sein, aber es braucht den richtigen Rahmen dazu und oft auch viel Zeit und Geduld. Auch unter den Aposteln in der Bibel wurden verschiedene Erkenntnisse manchmal heftig ausdiskutiert, bis sich der Fall dann geklärt hat. Zum Beispiel, so war das in der Apostelgeschichte 15, die Diskussion damals um die Frage der Beschneidung. Mir ist bewusst, dass ich in geistlicher Hinsicht noch sehr viel zu lernen habe. Ich habe weiterhin beständig Korrektur und Lernbedarf. Ich möchte in der Liebe und in der Erkenntnis gleichermaßen wachsen. Das ist mein Gebet. Ich möchte die Wahrheit in Liebe sagen können. Möge der Herr mich gnädig lehren und zurechtbringen. Mögest auch du mich gnädig beurteilen. Manchmal wird es vorkommen, dass sich ein Bruder verletzt oder missgedeutet fühlt im Austausch von biblischen Lehrfragen. Ich habe das selbst öfter an mir erlebt und auch bei anderen. Nicht selten hätte ich mir dabei erstmal Rückfragen oder ein besseres Zuhören und Verstehen des Gegenüber gewünscht, als ein schnelles Urteilen. Umgekehrt ging es anderen mit mir bestimmt auch so. Lassen wir uns also zurüsten durch das Wort Gottes und durch unsere Brüder, sodass wir schließlich zur geistlichen, vollkommenen Mannesreife gelangen. Epheser 4,13. Und er, Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, als Hirten, Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Für die Art, wie wir mit Brüdern umgehen sollen, gibt uns unser guter Hirte Jesus Christus wertvolle Anleitung. Hören wir, welch guten Rat uns Gottes Wort für einen reifen, geistlichen Austausch über verschiedene Lehrmeinungen gibt. Ich habe das Thema in 5 Punkten zusammengefasst. Erstens, lasst uns vor Gesprächen oder Lehren über konträre biblische Fragen intensiv ins Gebet gehen. Jakobus 5,16. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Kolosser 4,2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Zweitens, handeln wir in Wahrheit und Liebe gleichermaßen. Liebe und Wahrheit gehören im Leib des Christus untrennbar zusammen. Wenn wir also Liebe üben, so müssen wir sie in Wahrheit üben. Wenn wir die Wahrheit kundtun, müssen wir das in Liebe tun. Es ist gut und unverzichtbar, die Wahrheit zu sagen, und es soll in Liebe geschehen.
Wenn wir also überzeugt sind, dass ein Bruder eine nicht korrekte Lehrauffassung vertritt, dann spielt dabei auch die Art, wie wir über den Bruder denken und ihm begegnen, eine große Rolle. Wie ist die Liebe? 1. Korinther 13,4: Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Liebe und Wahrheit gehen im Leib des Christus Hand in Hand. Wer die Wahrheit hat, aber nicht die Liebe, der hat in Wahrheit gar nichts. 1. Korinther 13,2: Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Gottes Wort erzieht uns also hin zu einer Ausgewogenheit von Wahrheit und Liebe. Der Blick auf das Kreuz Jesu zeigt uns Wahrheit und Liebe in vollkommener Einheit. Es gibt Brüder, die sehr stark den Wahrheitsaspekt betonen und dabei in der Liebe vielleicht noch Nachholbedarf haben. Auch gibt es den umgekehrten Fall. Wenn wir Wahrheit verkünden, soll das in Liebe geschehen, und wenn wir Liebe üben, darf die Wahrheit dabei nicht fehlen. Eine scharfe Betonung der Wahrheit eines bestimmten Lehrstandpunktes ohne Beachtung des Gebotes der Liebe im brüderlichen Umgang ist nicht im Wille Gottes. Eine Vernachlässigung der Wahrheit, der Einheit oder Liebe willen ist ebenfalls nicht biblisch. Siehe auch: Lehre trennt, Liebe eint. Drittens, achten wir den Grundsatz der Liebe, insbesondere auch der Bruderliebe. 1. Korinther 16,14: Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Philipper 4,5: Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Römer 12,10: In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Dabei lasst uns nie vergessen, wo die Quelle der Liebe ist. Römer 5,4: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Daran lasst uns denken und auch in der Liebe wandeln. 3,1: Lasst uns auf eine gute Gesprächsatmosphäre zum Austausch konträrer biblischer Auffassungen achten. Für einen Austausch in Liebe ist die Atmosphäre und die Art des Umgangs zu bedenken. Es ist vernünftig, über Meinungsverschiedenheiten erst einmal zu schlafen und darüber zu beten, bevor wir in Konfrontation gehen. Das gilt natürlich auch für den Austausch über das Internet. Je geduldiger, sanfter, selbstbeherrschter, liebevoller und freundlicher wir dem Bruder mit einer unterschiedlichen Lehrauffassung begegnen, desto mehr befinden wir uns dann im Einklang mit Gottes Wort und Wille. Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. 3,2: Ertragen wir verschiedene biblische Auffassungen in Sanftmut. Liebe üben bedeutet auch, den anderen in seiner Andersartigkeit wertzuschätzen und ihn zu ertragen. Epheser 4,2: Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Lasst uns bei aller Überzeugung, etwas richtig erkannt zu haben, nie vergessen, dass unser Bruder in Christus unser Freund und in Christus aufs Engste mit uns verbunden ist und dass er nicht unser Feind ist. 3,3: Unterstellen wir Brüdern mit anderen Lehrauffassungen niemals böse Absichten. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mich erst darauf konzentriere, Fragen zu stellen und den Gegenüber besser zu verstehen, dann laufen die Gespräche insgesamt besser. 1. Korinther 13: Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Lasst uns vorsichtig und langsam sein mit unseren Rückschlüssen und Urteilen über andere. Jakobus 1,19: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. 3,4: Bleiben wir klar, sachlich und biblisch in unseren Standpunkten und Erkenntnissen. Es ist nicht ungewöhnlich, verschiedene Lehrauffassungen zu biblischen Themen zu haben.
Wer aber hat wirklich recht? Sicher ist derjenige Bruder näher an der Wahrheit, der seine Auffassung gründlich in der Bibel studiert hat und dessen Lehrauffassung nicht mit anderen Bibelstellen klar widerlegt werden kann. Im Zweifel wird derjenige näher an der Wahrheit liegen, der seine Standpunkte mit der Schrift begründet und für seine Argumente nicht auf Gedankenmodelle angewiesen ist, die es in der Bibel gar nicht gibt. Wenn wir in unserem biblischen Standpunkt sicher sind, dann können wir ihn widerspruchsfrei durch die ganze Bibel hindurch begründen. Philipper 1, 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Sorgen wir daher als Christen gut füreinander, auch dadurch, dass wir uns in Liebe austauschen, wenn wir verschiedene Lehrauffassungen haben. Jakobus 3, 1 bis 2. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Viertens. Wahren und achten wir das Prinzip der Unterordnung. Teil des Leibes des Christus zu sein, bedeutet auch, eingefügt zu sein als ein kleiner Stein im Gesamtgefüge, das heißt auch an einer Ortsgemeinde aktiv und dienend mitzuwirken. Das funktioniert nur, wenn man auch bereit ist, sich unterzuordnen, wo das geboten ist. Als Brüder, die wir nicht in der Leitung sind, sollten wir uns an das Prinzip der Unterordnung halten. Das heißt, dass die Leitung, die Ältesten einer örtlichen Gemeinde, eine von Gott gegebene Lehrautorität über die Ortsversammlung haben. Die Ordnung ist von Gott so gewollt und eingerichtet. Wir sollten daher nicht die gesunde Ordnung Gottes für unsere Gemeinden unterschätzen und im Zweifel lieber für die Geschwister und die Leitung beten und ihnen dienen, als ihnen mit vorschneller Kritik Mühe zu machen. Es sollte aber unter echten Christen im geeigneten Rahmen dennoch möglich sein, über verschiedene Auffassungen im Licht der Bibel zu sprechen, unter Wahrung des geistlichen Umgangs miteinander in Liebe. Das sollte nach guter Gebetsvorbereitung und in guter Atmosphäre auch mal mit Gemeindeältesten, die sonst vielleicht eher wenig Zeit haben für längere Einzelkontakte, möglich sein. Fünftens. Beachten wir, dass der Leib des Christus und alle, die ihm angehören, eine unzertrennliche geistliche Einheit darstellt. Alle Christen weltweit, zu allen Zeiten, bilden zusammen den unsichtbaren Leib des Christus. Dieser Leib ist eine geistliche und unzertrennliche, von Gott hergestellte Einheit, im Gegensatz zur Ökumene der Kirchen, die keine gottgewirkte Einheit ist. Der echte Leib des Christus kann nicht auseinandergerissen werden. Römer 12, 5. So sind wir auch die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. 1. Korinther 12, 24. Gott aber hat den Leib des Christus so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Ich fasse resümierend nochmal zusammen. Lasst uns vor Gesprächen oder Lehre über konträre biblische Fragen intensiv ins Gebet gehen. Handeln wir in Wahrheit und Liebe gleichermaßen. Üben wir Wahrheit in Liebe aus und Liebe in Wahrheit. Beachten wir den Grundsatz der Liebe, insbesondere auch der Bruderliebe. Lasst uns auf eine gute Gesprächsatmosphäre achten. Ertragen wir von uns verschiedene biblische Auffassungen in Sanftmut. Erstellen wir Brüdern in Christus mit anderen Lehrmeinungen niemals böse Absichten. Seien wir vorsichtig, geduldig und langsam mit unseren Rückschlüssen und Urteilen. Vertreten wir unsere biblischen Standpunkte und Erkenntnisse klar und sachlich. Wahren und achten wir das Prinzip der Unterordnung, insbesondere gegenüber den Ältesten der Ortsgemeinde. Beachten wir, dass alle Glieder des Leibes Christi eine unzertrennliche, unauseinanderreißbare geistliche Einheit bilden. Von Gottes Gnade singe ich mein Leben lang.